Ihr liegt oben in der Guard eures Gegners und ihr wisst, wenn ihr euch aufrichten könnt, dann könnt ihr hart schlagen, dann könnt ihr hart pounden und ihr seid auf den Punktrichterzetteln, seid ihr erstmal oben. Jetzt macht euer Gegner aber Folgendes, er hält euch fest, er hat einen Overhook, er hat eine Kopfkontrolle, den sogenannten MMA-Trap und er hält euch richtig fest und ihr könnt euch nicht unten großartig bewegen und es wird nicht mehr allzu lange dauern, da wird der Ringrichter euch aufstehen lassen. Wie kommt ihr aus diesem Overhook raus? Wie könnt ihr diesen Overhook nutzen, um da rauszukommen und gleichzeitig oder unmittelbar danach Schläge anzusetzen, damit ihr aktiv seid, damit ihr zeigen könnt, ihr macht den Kampf, ihr gewinnt den Kampf und ihr könnt aus der Guard somit weiterarbeiten. Das zeige ich euch in diesem Video. Okay, eine gute Möglichkeit für ihn ist es halt immer, meinen Kopf zu kontrollieren und einen Overhook zu holen, sodass er mich sehr nah ranholt und wenn ich sehr nah bin, kann ich halt selber schlecht schlagen. Und heute gehen wir darauf ein, was ich von oben machen kann, um meinen Arm wieder zu befreien, um da mit Ground and Pound zu arbeiten. Also seine Position, man nennt das Ganze auch MMA-Trap, das ist so eine Grundposition. Er hat hier den Overhook und hier die Kopfkontrolle und zieht mich hier schön runter. Und das ist erstmal so ein guter Schutz für ihn, damit ich agieren kann. Ich hebe jetzt immer mal den Kopf hoch. Normalerweise ist der jetzt hier unten, damit ich besser sprechen kann und in die Kamera gucken kann. Das Erste, was ich mache, ist, ich versuche hier meinen Kopf zu lösen. Das kann ich machen, indem ich hier drunter gehe und hier Druck mache, also hier so ein bisschen Gegendruck und meinen Kopf dann in die Richtung raus bewege, weil da ist ja die freie Stelle. Das heißt, wenn er jetzt richtig zumacht, ich mache das einmal vor, ziehe ich den hier raus, in die Richtung. Sobald ich das gemacht habe, mache ich hier Druck weiter. Ich hole mir hier meine Bizepskontrolle zurück. Du hältst ruhig fest, genau. Ich hole mir hier die Bizepskontrolle zurück, will hier drauf. Und jetzt mache ich Folgendes, um den Arm zu befreien. Ich mache im Grunde genommen das, was ich auch beim Ground and Pound aus der Guard machen würde. Ich stelle dieses Bein hier, dieses Knie bringe ich hoch, ich stelle das auf. Und versuche jetzt, seinen ganzen Körper, er hält jetzt richtig fest, er macht richtig zu, genau, weil er weiß, wenn ich da rauskomme, dann wird es direkt Schläge hageln. Lass einmal locker, denn von hier aus kann ich direkt arbeiten. Große Gefahr für ihn. Ich habe hier eine Bizepskontrolle und kann von hier aus striken. Also wird er den Overhook schön festhalten und da will ich halt raus. So, genau. Wenn ich jetzt hier hochkomme, bringe ich seinen ganzen Körper nach hier. Also ich versuche, seine ganze Hüfte und seinen Körper so ein bisschen nach hier zu bewegen. Das geht recht gut, weil er sich um die komplette Achse dreht. Das wird er kaum verhindern können. Ich komme also hier in den Bereich, richte mich auf und drehe jetzt meinen Arm hier rum und zirkel da raus. Und sobald ich hier raus bin, fange ich an mit Ground and Pound. Also, er kommt rum. Genau, Kopfkontrolle. Ich wühle mich hier durch, versuche meinen Kopf zu befreien. Komm hier hoch. Versuch hier, ich kann hier schon mal so ein bisschen shaken, um zu lockern. Das ist auch schwer zu halten aufgrund der Schwerkraft. Es lockert sich halt hier schon ein bisschen und jetzt kommt halt so eine Bewegung, als würde ich quasi so ein Ziffernblatt der Uhr nachgehen. Hier rum, natürlich schön eng und von hier aus schlage ich dann und bin hier in meiner Ground- und Pound-Position. Und von hier aus kann ich dann immer wieder in meine Grundposition zurück, Bizepskontrolle, hier rein, wieder arbeiten. Das ist halt immer wieder meine Bizepskontrolle und meine Grundposition fürs Ground and Pound aus der Guard. Eine sinnvolle Sache, die ich aber in einem anderen Video erkläre. Hier geht es jetzt nur ums Befreien. Noch einmal. Overhook Kopfkontrolle. Ich muss hier versuchen, hier reinzukommen. Ich muss hier schon Druck machen. Stell mein Bein auf. Versuche mich hier rauszuarbeiten. Da ist übrigens auch eine Reihenfolge, die möglich ist, dass ihr erst das Bein aufstellt, bevor ihr den Kopf befreit. So wie ich es jetzt gemacht habe. Also, von hier aus arbeite ich mich hier raus. Sobald ich hier raus bin, arbeite ich mich hier raus und schlag. Eine Alternative, es kann sein, dass er so tight hier ist, dass er so festhält, dass ich merke, ich kriege den Arm hier nicht gedreht, hier komme ich nicht in diese Drehung, das klappt nicht. Das kann auch anatomisch so sein, dass er im Reiten recht kurzen Rumpf hat, ich lange Arme habe und dann wird es echt schwer, hier so rumzudrehen. Da mache ich die Alternative, dass ich jetzt anfange, mich gerade zu machen und den Arm, ja, ich mache den Arm einfach lang. Ich will, dass das, was er hier aufgebaut hat, dass das an meinem Arm runterrutscht. Also ich mache jetzt das, du hältst richtig fest, genau, und ich fange an zu shaken hier und will hier raus. Sobald mein Ellenbogen raus ist, bin ich eigentlich frei. Jetzt brauche ich nur noch beherzt mit meinem Ellenbogen nach unten zu gehen und kann mich hier recht gut befreien. Habe jetzt hier automatisch gewechselt, von hier aus gestrikt, kann aber auch hier bleiben und von hier aus weiter striken. Für ihn ist das große Problem, wenn ich in der Position bin,
dann kann er, auch wenn mein Arm jetzt hier gestreckt ist, damit nicht viel anfangen. Sobald er loslässt, ich ziehe ja hier, sobald er loslässt, bin ich hier in der Schlagposition. Das weiß er, das spürt er. Deswegen, entweder lässt er los, weil er irgendwas anderes machen will, oder er hält fest, aber dann wird die Schwerkraft irgendwann dafür sorgen, dass ich hier mit dem Ellenbogen raus bin. Und dann kommt der Druck nach unten und dann ist es meistens nur noch eine Frage der Zeit, bis ich mich daraus gearbeitet habe. Also die beiden Varianten gibt es, einmal rausdrehen und einmal abschütteln. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne Kanal abonnieren. Jeden Mittwoch 16 Uhr ein neues Video für euch.